Heute geht es bei uns um Märchen, um Anlegermärchen. Es geht um was, das viele Anleger glauben und das einem von der Finanzindustrie und von der Finanzpresse auch ununterbrochen eingebläut wird, aber das trotzdem katastrophal falsch ist. Und damit willkommen bei Zukunftsmärkte. So, in 2 Wochen ist Bundestagswahl und ich wollte die Wahl hier ja eigentlich in keinster Weise kommentieren. Aber neulich habe ich ein paar Plakate von den Grünen gesehen. Und der Slogan der Grünen, der ist ja bereit, weil ihr es seid. Und wenn Sie jetzt ein Filmfan sind, so wie ich, dann ist Ihnen sofort klar, das nimmt ganz eindeutig Bezug auf ein herausragendes Filmzitat und zwar aus dem Schweigen der Lämmer. Es ist leicht abgewandelt, genau das, was Dr. Hannibal Lecter sagt zu den beiden Polizisten, und zwar kurz bevor er sie erschlägt, zerstückelt und ihnen die Haut abzieht. Bereit, wenn Sie es sind, Sergeant Pembry. Mit anderen Worten, so viel Aufrichtigkeit war noch nie in einem deutschen Wahlkampf. Aber Spaß beiseite, es wird ja viel darüber gesprochen, dass die Wahlkampfkampagnen diesmal ganz allgemein ziemlich unglücklich sind und gleichzeitig sind die Vorlieben der Wähler so volatil wie die meisten Kryptowährungen. Aber wie auch immer, hier geht es ja heute eigentlich gar nicht um Politik, sondern es geht um etwas, das mit Politik nicht das Geringste zu tun hat. Es geht um Märchen. Kinder brauchen Märchen, so hieß vor vielen Jahren ein pädagogischer Bestseller. Das Interessante ist, Erwachsene brauchen auch Märchen. Und der Unterschied ist eigentlich nur der, Kinder wissen normalerweise, dass Märchen Märchen sind, dass das, was da erzählt wird, nicht wirklich so ist. Die Erwachsenen im Gegensatz dazu, die wissen es nicht und die wollen es auch gar nicht wissen. Und um Ihnen das zu zeigen, um das mal an einem Beispiel zu demonstrieren, da erzähle ich Ihnen heute nochmal mein Lieblingsmärchen. Ein Märchen für Erwachsene. Nicht das, was Sie jetzt vielleicht denken. Ich habe es hier schon mal erzählt, aber hat sicherlich nicht jeder gesehen. Es ist das wunderbare und herzergreifende Märchen vom Wesen und vom Sinn und Zweck der Börse. Vor langer, langer Zeit in einem fernen Land, da herrschte große Not. Es gab nämlich auf Sparbuch keine Zinsen mehr. Und der König oder ein Kabinett oder das Parlament oder auch sonst wer auch immer, die haben gesagt, oh, die armen, armen Menschen da draußen, wir müssen da was machen. Und sie haben lange nachgedacht und sich den Kopf zerbrochen und plötzlich potzblitzt die Lösung. Sie haben nämlich gesagt, wir machen was, da können Leute einfach Dinge kaufen, die immer mehr wert werden. Und wenn die dann nur lang genug warten, dann können die diese Dinge wieder verkaufen an jemand anderen, der dafür mehr Geld bezahlt. Und der muss dann auch wieder warten und dann kann er die dann aber wiederum für noch mehr Geld verkaufen. Und immer so weiter. Mit anderen Worten, eine Wundermaschine, ein Perpetuum mobile. Alle verdienen Geld, alle werden reich und das Ganze nennen wir dann die Börse. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute wie die Made im Speck. Wir wissen natürlich, so wie ich es gerade gesagt habe, ist es völliger Quatsch. Aber ganz ehrlich, im Innersten, tief im Innersten, ist es doch genau das, was wir glauben und was wir auch glauben wollen. Und was uns permanent ja auch so verkauft wird. Die Argumente, wie uns das verkauft wird, die sind jetzt natürlich unterschiedlich vom Niveau her. Also der gemeine Bankberater und der Finanzberater, der sagt wahrscheinlich, ja, irgendwas müssen Sie mit schon machen mit Aktien, auf Sparbuch kriegen Sie ja nichts mehr. Und dann geht es weiter mit, ja, kurzfristig unterliegt das Anlagerisiko natürlich Schwankungen. Aber auf mittlere bis lange Sicht werfen Aktien kontinuierlich und verlässlich überdurchschnittliche Renditen ab. Und das Ganze gipfelt dann eben in den Begründungen, die wirklich auch auf Auswertungen basieren, auch also auf Zahlenreihen, Mathematik, komplexe Modelle, die die Finanzwelt auch komplett beherrschen.
und die im Endeffekt aber auch nichts anderes aussagen als vorhin das Märchen. Nämlich an der Börse, da werden jetzt nicht etwa nur Firmenanteile gehandelt, sondern sie ist eine institutionalisierte Geldvermehrungsmaschine. Sie wurde nur dazu erfunden, damit wir da Vermögen aufbauen können. Das ist unser Grundrecht und das wird eingelöst dadurch, dass wir da Aktien kaufen und damit Finanzinstrumente mit einer eingebauten permanenten Überrendite. Und das muss auch immer so weitergehen natürlich, weil wir ja auch eine riesige Industrie haben, die davon lebt. Von den Banken über die ganzen Broker und über die Vermögensverwalter und so weiter bis hin zu so Typen hier auf YouTube wie mich, die sie ja auch ermuntern zum Aktienkauf mit ihren Publikationen und mit ihren Videos und so weiter. Und apropos Publikation, da darf ich jetzt gleich nochmal erinnern an unseren Gratis-Zukunftsmärkte-Report diese Woche zu den letzten Daten und zur allgemeinen Wirtschaftsentwicklung in China, wo wir ja jetzt plötzlich Wachstumssorgen haben, was dann ja nicht nur für den China-Anleger relevant ist, sondern für alle Anleger. Das dröseln wir für Sie auf und dieser aktuelle Report, der geht morgen raus. Die Reports von uns sind alle gratis, also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch unter dem Beitrag. Sehen Sie, und schon habe ich Sie wieder an der Angel mit unseren Publikationen, weil wie wollen Sie jetzt noch die nächsten Wochen und die nächsten Monate eine vernünftige Anlageentscheidung treffen ohne unseren neuen China-Report? Aber zurück zur wunderbaren Geldvermehrung. Worauf beruht die denn angeblich? Klar, Unternehmen sind was ganz Tolles, Unternehmen wachsen normalerweise und sie erzielen Gewinne. Aber wenn die wirklich so toll sind, warum sind dann die anderen Marktteilnehmer so blöd und geben diese Unternehmensanteile so billig her, dass ich damit dann anschließend auch noch den großen Reibach machen kann? Das wird begründet mit dem Konzept der sogenannten Risikorendite und die hängt wiederum zusammen mit anderen Modellen, die letztlich sagen, ja, der Markt preist den fairen Wert von Geldanlagen schon ganz gut ein und der Markt ist nicht immer ganz dumm. Die Erfahrung haben Sie sicherlich auch schon gemacht und die Idee ist ja, der Markt verfügt über so viele Informationen über die Welt, dass die Preise für die verschiedenen Assets zu jedem Zeitpunkt fair sind, auch in Relation zueinander. Und dass sich aber Aktien, weil die natürlich riskanter sind als Anleihen zum Beispiel, dass ich die mit einem Preisabschlag kriege, mehr Risiko, mehr Rendite, ist klar, so weit, so gut. Nur jetzt kommt der umstrittene Zusatz, indem man nämlich sagt, naja, und dieses höhere Risiko, das gibt es aber eigentlich nicht wirklich. Wenn man breit streut und wenn man das über längere Zeiträume macht, dann relativiert sich das ja. Mit anderen Worten, die Risikoprämie von Aktien, die kann ich immer einstreichen, aber das Risiko selbst, das ist, wenn ich es richtig mache, im Grunde nur hypothetisch. Deckt sich jetzt meiner Meinung nach zwar nicht ganz so mit der Vorstellung von perfekten, vollkommenen Märkten, aber ja gut, das ist Hinterweltlerlogik. Damit müssen Sie den Finanzleuten heute nicht kommen. Und außerdem, das Ganze funktioniert ja anscheinend auch ganz wunderbar. Es wird Ihnen jeder sagen, schauen Sie sich doch einfach nur mal die Vergangenheit an. Aktien werfen langfristig 6 bis 9% Rendite im Durchschnitt pro Jahr ab, je nach Markt und je nach Zeitraum. Und damit ist diese Überrendite ja sowieso schon bewiesen. Wissenschaftlich ist es völlig unredlich. Es ist genauso wie wenn man sagt, die letzten 50 Jahre ist kein einziger Mensch in einem Atomkrieg gestorben und darum sind Atomkriege offenbar harmlos. Die Entwicklung an den Börsen, die letzten 50 Jahre oder die letzten 100 Jahre oder wie auch immer, das ist erstmal nur eine Zahlenreihe. Und irgendein Durchschnittswert, der kommt eben bei jeder Zahlenreihe raus. Aber zu sagen, so wie das viele machen, dass das jetzt nicht zufällig ist und dass es auch nicht an irgendwelchen besonderen Umständen liegt, die wir gehabt haben, sondern dass das Ganze sozusagen ein Gesetz ist, das ist nicht besonders schlau.
Erfahrung kann trügerisch sein. Sie kennen vielleicht das Beispiel von Bertrand Russells Truthahn. Ich habe es aus dem Buch Der schwarze Schwan. Der Truthahn auf der Farm, der fragt sich, ob der Bauer es wirklich gut mit ihm meint. Am Anfang ist er sich auch nicht sicher. Aber mit der Zeit lernt er kriegt wirklich jeden Tag Futter. Und diese positive Erfahrung, die wird jeden Tag sozusagen noch zusätzlich verstärkt, sodass er ausgerechnet an seinem letzten Tag mehr denn je davon überzeugt ist, dass es der Farmer gut mit ihm meint. Bis Thanksgiving. Und natürlich, der Truthahn lernt aus Erfahrung, was soll er auch sonst machen? Aber was er eben leider nicht kennt, das ist der Kontext, auf dem das beruht. Seine Erfahrungen und sein ganzes Dasein natürlich auch. Das ist potenziell zumindest auch die Lage an den Aktienmärkten. Es ist jetzt momentan nicht so, dass das Sentiment wahnsinnig euphorisch wäre. Das kann man noch nicht mal sagen momentan. Aber hinter uns liegen eben 40 Jahre Bullenmarkt. Hier zum Beispiel der Standard & Poor's 500 Index. Den Chart habe ich jetzt von der Homepage von Finanzen.net, weil sie da teilweise schöne Langfristcharts finden, also zum Beispiel beim S&P 500 ab dem Jahr 1928. Das hier sind jetzt aber nur die letzten 40 Jahre mit einer Performance von knapp 3000%. Das sind unsere Erfahrungen, das sind die Zahlenreihen, die wir haben. Das hat uns geprägt und ich befürchte eben, es hat uns auch ein bisschen eingelullt als Anleger. Eins ist klar, diese 40 Jahre Bullenmarkt, die waren ein Triumph für die Aktie. Sie waren aber auch ein Triumph für diejenigen, die sagen, man muss sich mit Aktien keine großen Sorgen machen. Und es war auch ein Triumph, für passive Aktieninvestments. Und umgekehrt, jeder, der sich in der Zeit in irgendeiner Weise Gedanken drüber gemacht hat, wo wir stehen und wo die Reise jetzt hingehen könnte, der steht da wie der letzte Volltrottel. Mal abgesehen von den ganzen Leuten, die in der Zeit vorsichtig waren, die ein Risikomanagement betrieben haben, ob sie jetzt ab und zu Gewinne mitgenommen haben oder sich Stops gesetzt bei Aktien oder ob sie Absicherung gekauft haben oder ob sie auch gesagt haben, irgendwann mal, naja, jetzt lieber defensive Aktien oder Value-Aktien oder auch wirklich ganz allgemein alle aktiven Anleger, kann man ja schon fast sagen. Alles Schwachköpfe im Nachhinein, die es nicht kapiert haben, wie es läuft. Und die ganze Zeit und die Recherchen, die sie investiert haben, das hätten sie sich auch alle sparen können, die letzten 40 Jahre in dem Bullenmarkt. Es war völlig egal. Hätten sie in der Zeit lieber Fußball geschaut, wäre besser gewesen. Das ist unser Fazit nach 40 Jahren HOS. Sorglosigkeit, Selbstgerechtigkeit und wo man hinschaut, natürlich auch Gewinner. Gewinner, die alle glauben, sie wissen jetzt ganz genau, wie der Hase läuft. Und das ist hochgefährlich, weil das Risiko nicht verschwindet am Markt, nur weil alle glauben, dass es verschwindet, sondern ganz im Gegenteil. Je weniger der Markt das Risiko sieht, umso mehr Risiko kann sich am Markt aufbauen. Und je mehr Leute glauben, dass der Markt das Risiko im Moment schon fair eingepreist hat, desto weniger Leute sind da, die das auch wirklich noch machen, einpreisen, Risiken. Und auch wenn ich der Meinung bin, die Märkte sind rational, dann heißt es ja noch lange nicht, dass Aktien kaufenswert sind zu jedem beliebigen Preis und zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Denn auch ein rationaler Markt, der kann ja nur das einpreisen, was wir im Moment wissen über die Situation und nicht das, was vielleicht erst noch kommt und das ganz anders ist. Und vor dem Hintergrund zu glauben, Aktien erzielen grundsätzlich eine Überrendite, völlig unabhängig von dem, was in Zukunft passiert. Und es kann alles passieren, weil es bis jetzt eben auch so war. Das ist völlig abwegig und das ist auch kein seriöses Konzept, sondern das ist Finanzesoterik. Und das ist Firlefanz. Muss man einfach mal gesagt haben. Der Bullenmarkt die letzten 40 Jahre, das ist eine Sondersituation gewesen, meiner Meinung nach. Wir verdanken diese Sondersituation einer Strukturkrise in den reichen Ländern, in der die Zinsen immer weiter nach unten gegangen sind und dies gleichzeitig den Staaten ermöglicht hat und den Notenbanken ermöglicht hat, immer mehr Geld ins System zu pumpen, ohne dass die Inflation jetzt wirklich explodiert ist.
außer natürlich bei den Vermögenspreisen. Und der Anstieg der Vermögenswertpreise, das ist eben darauf eine Anpassungsreaktion gewesen. Und die kann noch jahrelang laufen, die kann aber auch ab morgen schon wieder vorbei sein. Und mal abgesehen von den systemischen Risiken, die wir natürlich haben und zu denen wir auch noch viel zu sagen, aber das vielleicht ein andermal, aber abgesehen davon ist es ja auch ein Widerspruch, dass wir glauben, je unattraktiver die eine Anlageklasse ist, nämlich Zinspapiere, desto attraktiver wären alle anderen. Am Anfang ist es so, völlig klar. Aber je länger diese Anpassungsreaktion läuft, desto unattraktiver werden ja im Prinzip auch alle anderen Anlageklassen. Das muss auch so sein. Und wir sollten nicht glauben, deswegen auch, dass es bei Aktien sowas wie eine eingebaute Überrendite geben kann. Also, was ist das Fazit? Finger weg von Aktien? Wäre witzig, wenn ich das jetzt sagen würde. Aber klar, wenn das meine Meinung wäre, dann wäre ich nicht hier. Ich glaube einfach, man muss es realistisch sehen. Es macht natürlich eigentlich keinen Sinn, wenn man jetzt sich irgendwas kauft, nämlich Aktien, von denen man gar nicht wissen kann, wie sich es entwickelt in Zukunft. Aber neben dem Risiko gibt es eben immer noch die Chance. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass man Risiken eingehen kann und auch Risiken eingehen sollte, wenn das Risiko für einen selber kalkulierbar ist. Und das hat man eben wirklich selbst in der Hand als Anleger. Und darum geht es bei dem Ganzen, meiner Meinung nach. Dass man eben abwägt, dass man vernünftige Risiken eingeht, dass man Möglichkeiten schon nutzt, aber eben in dem Wissen, dass es auch mal anders laufen kann, als man sich das gedacht hat. Und was jetzt diese alte Frage betrifft, investiert man jetzt lieber aktiv oder lieber passiv? Ist ein wirklich schwieriges Thema. Im Prinzip habe ich jetzt nichts gegen passive Investments. Ich habe auch Sparpläne und solche Sachen. Und ich bin auch nicht der Meinung, man sollte aktiv investieren, weil man damit regelmäßig jetzt den Markt schlagen sollte und schlagen kann. So einfach ist es nämlich nicht. Und das Ganze mit dem aktiv investieren, es ist auch ein Lebensstil, muss man auch mal so sagen. Also recherchieren, Einzelaktien kaufen, es besser wissen wollen als der Markt und so weiter, das mag man einfach oder man mag es nicht. Ich glaube aber auch, dass es kommen kann, die nächsten Jahre, dass es eben alles nicht mehr so einfach sein wird, dass Geldanlage kein Selbstläufer mehr sein wird, weil Immobilien sind teuer geworden, Aktien sind teuer geworden, Anleihen sind extrem teuer geworden, Edelmetalle sind auch nicht mehr billig und darum kann es eben schon kommen irgendwann mal wieder, dass die Geldanlage eben doch auch wieder eine Herausforderung wird für den Einzelnen, dass man Gewissheiten, die man hat, auch über Bord werfen muss mal. Und wenn man sowas machen muss, dann ist es garantiert sinnvoll als Anleger, wenn man Wissen hat, weil man das dann alles, was dann passiert, auch einordnen kann. Soll heißen, informieren, recherchieren hilft vielleicht nicht immer, aber es kann auch nicht schaden. Darum bleiben Sie dran, vielleicht ja auch mit meinem Kanal. Gern natürlich auch als Abonnent von meinem Kanal, das freut mich immer ganz besonders. Dabei dann auch die Glocke drücken, das ist dann die Benachrichtigung auch, mit der können Sie dann auch sehen, wenn ein neues Video von mir da ist und welches Video da ist. Und damit wären wir schon wieder beim Schluss bei der Bundestagswahl. Und eins steht fest bei unseren Kandidaten: Reicher macht uns von denen keiner. Das müssen wir schon selber in die Hand nehmen. Aber machen Sie trotzdem das Beste draus, gehen Sie trotzdem zur Wahl in 2 Wochen, so wie sich das gehört. Melden Sie sich außerdem an für die Zukunftsmärkte-Reports, so wie sich das auch gehört, www.zukunfts-märkte.de und reiben Sie sich immer mit der Lotion ein, wann immer man es Ihnen sagt, auf dass die Lämmer endlich schweigen und der Truthahn natürlich auch. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.